und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute hier wieder einen Trailer, den habe ich zugeschickt bekommen und den möchte ich heute nämlich vorstellen. Einen Fang-Trailer. Fang. Und der sieht nämlich mega, mega cool aus. Wurde auch ein bisschen umgebaut und mit diversen Frachten versehen und das wollen wir uns heute mal angucken. Also hier vier Achsen, vier dann auch natürlich lenkbare Achsen, wenn gewollt, gewünscht. Dann haben wir hier noch die Plane, aber das bleibt so wie es ist, das wurscht. Und dann haben wir dann auch noch diverse Frachten. Dazu komme ich dann noch gleich. Ich nehme den jetzt einfach mal. Warum? Das werde ich euch gleich zeigen, damit ihr wisst, um was es da geht. Also auf alle Fälle schon mal Standalone. Der Aufbau ist, oder der untere Aufbau ist von einem Wheelton-Trailer. Ne? Das gleich nochmal so zur Info. Und jetzt passt mal auf. Da sieht man es eh schon, Wheelton. Aber weiterer Aufbau ist dann Fang. Also ist hier ein bisschen Kuddelmuddel zusammengeschustert worden, dass jetzt ein Fangtrailer ist. Ne? Also, ne? Das heißt praktisch, nimmst du ein Audi und nimmst ein BMW, schusterst zusammen, am Schluss hast du einen Trabant. So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Sowas ist hier jetzt passiert. Gehen wir mal zum Frachtmarkt. Da gibt es für diesen Trailer diverse Sachen. Also, wie ihr sehen könnt, ganz cool, Asphaltfräse, Betonrohre, Rotlast und hast dich gesehen, BF3 Gedöns. Und wir machen das jetzt mal so. Bin jetzt hier in Nürnberg. Jetzt gucken wir, Sunbuilders haben wir was. Da haben wir was. Rotlast, Steiger, Euro-Access, Sunbuilders haben wir drei Sachen. Also fliegen wir jetzt mal zu Sunbuilders. Das machen wir jetzt mal ganz, ganz flink und flott. Moment. Please hold the line. Bitte warten Sie. Please hold the line. Bitte warten Sie. Sie werden sofort verbunden. Mit dem nächsten freien, na siehst du, Mitarbeiter. So sind wir schon da. Also hat geklappt. Wir sind schon mal jetzt hier im Spiel. Das hat schon mal gut geklappt. Hinten jetzt hier mal so die Aufkleber. Die finde ich eigentlich ganz lustig. Hinten mal so Aufkleber zu haben. Hat man selten. Aber sieht schon mal ganz gepflegt aus hier, der ganze Trailer. Ne? Auch Trailerkabel mit dabei. Hast du gesehen. Jetzt zeige ich euch das gleich nochmal ganz glatt hier mit den Achsen. Wenn ich jetzt hier mal so um die Kurve schwenke. So, pass mal auf. So. Und da kann man es jetzt eigentlich gut erkennen, ne? Dass er hier hinten mitlenkt. Das finde ich schon mal ganz, ganz gut. Denn, warum? Weil es sonst zu schwer wird. Quatsch. Nee, alles gut. Dann kommen wir jetzt gleich mal zur Beleuchtung. Es ist eh so finster hier wie ein Bärenarsch. Was mich ein bisschen irritiert ist, wir haben jetzt hier die Lampen da, ne? Aber die Leuchtkraft ist sehr, sehr schwach. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann es euch nicht sagen. Das funktioniert. Bremse funktioniert. Blinker funktioniert, aber das Licht hier ist ja ein bisschen schwach auf der Brust. Seht ihr selber, ne? Brauche ich nicht erklären, wir haben hier sogar unten noch so diverse Strahlen. Oh, Moment. Da haben wir noch einen Fehler gefunden. Hier. Ich sehe schon, also wir haben hier Lampen verbaut, wo der Texturfehler fehlt, ne? Und die hier, diese heller Lampen, die leuchten gar nicht. Stromausfall, Loch im Ding, im Schlauch, was weiß ich. Aber zumindest, aber die leuchten trotzdem rot hinten, ne? Also sie funkeln rot, aber man unten beim Schmutzfänger kann man es ganz leicht erkennen. Aber naja, gut. Egal. Wir gucken jetzt mal zu Sunbuilders. Passt mal auf. Liebe Leute, Moment, wo haben wir Sunbuilders? Ist da irgendwo versteckt, ne? Wo haben wir denn hier? Da ist es. Da haben wir nämlich drei Frachten, da kann ich euch das mal ganz flink zeigen. Frachtmarkt, jetzt passt mal auf. Also wir nehmen uns jetzt einfach mal hier diese Steinplatten. Okay? So. Zeige ich das gleich mal. Wo sind unsere Steinplatten? Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Das werden wir jetzt gleich überspringen, um das mal ein bisschen genauer drauf einzugehen. Jetzt passt mal auf. Sobald die Anzeige kommt, dann kann ich es euch besser darstellen. Denn dieser Trailer hat sogenannte, naja, Animation in diesem Sinn. Habt ihr schon vorher gesehen, plane auf und so, ne? Aber jetzt muss ich erstmal rückwärts ja gucken, wo bin ich überhaupt? Wo sind wir denn? Ah gut, da sind wir. Sind wir schon. Sind wir schon mal richtig on the road hier. Ah, geht der Aktus ab hier. Die Luzi. So. So. Bitte einmal laden. Und jetzt passt mal auf, was passiert. Das sieht jetzt so aus. Und jetzt passt mal auf, wenn ich jetzt hier abkuppel. Dann habt ihr hier sozusagen solche Steinplatten oder Vormauerziegel nennt sich das. Die sehen, ich mache mit der Flycam, sieht man es besser. Das sieht dann so aus. Eine Plane auf und dann sieht man hier die ganzen Ziegeln. Schön gesichert mit jeweils perfekten Spanngurten. So muss das auch sein. Sehr, sehr, sehr toll. Sieht auch sehr cool aus. Ne? Und Definition, wie schon gesagt, sind jetzt hier Steinplatten. Stimmt, das finde ich sehr, sehr gut. Ne? Jetzt gehen wir nochmal raus.
abbrechen. Ja, wir verhökern die ganze Fracht. Soll jemand anders kommen, die Scheiße fahren? Wir fahren doch was anderes. Nämlich, jetzt wollen wir noch kurz nach vorne fahren. Oh, ups, haben wir ja was vergessen. Ein Trailer. So. Ja, komm her jetzt. Los, gibt Stoff hier. Zeitdruck. Genau, wir haben momentan keine Fracht. Das wird sich gleich ändern. Also wir fahren jetzt nochmal hierher. Steinplatten haben wir wieder verkauft. Das wollen wir nicht fahren. Ich zeige euch das bloß mal an ein, zwei Beispielen, damit ihr seht, dass hier verschiedene Frachten sind, die hier auch dann anders dargestellt werden. Ne? So, dann nehmen wir jetzt mal, das war die Steinplatte, wir nehmen jetzt hier mal den Steiger. Oder nee, Rotlast, was auch immer das sein mag. Wir gucken einfach mal, was die Rotlast bedeutet, was das ist. Gucken wir einfach mal. Rum, die bum, bum, bum. Jetzt fahren wir nochmal. Einmal im Kreis. Ja, ist ein bisschen doof. Ah ja, guck mal. Manchmal wird es angezeigt, manchmal nicht. Wie er gerade Lust hat. So. Schon halb 10 hier nachts, wenn es dunkel ist. Trailer abkuppeln. Mach mit der Flycam. So. Und da habt ihr jetzt hier, wie schon gesehen, Holzplatten, Drahtgedöns, kleinen Bagger und Ersatzschaufeln und ach was weiß der Kuckuck. Alles hier so ein bisschen zusammengewürfelter Humus auf den Trailer geschmissen. Und so sieht es dann aus. Auch coole Sache. Und dann ist die Fracht natürlich wieder verschwunden. Und das gibt es jetzt hier mit diversen Frachten, ist es so halt hinterlegt, mit dieser Animation, ich nenne es jetzt einfach mal Animation. Und ich finde, dass es eigentlich richtig cool aussieht. Ne? Also von dem her ist das schon mal nicht schlecht, was wir hier haben. So, wir schütteln jetzt mal los mit dem zusammengewürfelten Fang, Wilton, was weiß ich, Trailer, ist auch Bockwurst. Ich habe es ja vorher schon erklärt, ne? Also einmal Audi und Mercedes zusammenklüppeln, dann Trabant ist gleich Trabant. Das ist hier im Prinzip das gleiche passiert. Und nichtsdestotrotz kommen wir jetzt mal hier kurz zum Fazit. Also wir haben hier einen Unable Standalone Trailer. Marke ist jetzt mal relativ wurscht, weil wir es hier nicht genau differenzieren können oder nennen können. Und was wir hier haben, ist auf alle Fälle, wir haben eine Lenkachse, wir haben Lüftachse, haben wir keine. Aber dafür haben wir Trailerkabel ist auch noch mit dabei. Die Definition passt hier auch. Und die Frachten habt ihr soweit gesehen, ne? Mit den ganzen Ziegeln und Bagger und Holz und Gedöns. Und hier sind noch viele weitere so Frachten dabei, die ihr dann nutzen könnt. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Und der Trailer ist ja auch nicht schlecht. Was ich jetzt hier noch bemängeln muss, das sind einmal, dass die helle Lampen an der Seite, also die Positionsleuchten leuchten nicht. Und unten haben wir halt noch, ihr habt es ja gesehen, Texturfehler. Ja, weiß ich nicht, woran es liegt. Da muss man vielleicht nochmal kurz den Schraubenschlüssel aus der Hosentasche ziehen oder nochmal ein bisschen rumschrauben. Dann, glaube ich, ist das kein Problem. Aber ich halte den ganzen Verkehr auf hier mit dieser Ladung. Ich komme nicht über 60. Warum? 30 Tonnen Steinplatten. Das Zeug wiegt halt, ne? Gut, das muss man am Rande zu erwähnen. Falls ihr noch Fragen habt, dann dürft ihr das gerne machen. Einfach kommentieren. Ansonsten lasst einen Daumen da. Abo für den Kanal nicht vergessen. Die Glocke drücken. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Fangen, Wilton, Schlag mich tot, Jumbo, Trailer, was auch immer mit den ganzen Frachten hier. Sonst an sich cooler Trailer, ne? Macht auch Fun damit. Gut, dann wisst ihr Bescheid. Schön, was haben wir? Mittwoch. Schönen Mittwoch noch, macht's gut, bis bald und adieu.